Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, singen Christen im Advent. Und komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Bevor sich für uns Kinder damals die Tür zum Weihnachtszimmer öffnete, öffneten wir jeden Tag eine Tür am Adventskalender. Ein Adventskalender für uns vier Kinder, jedes Kind sechs Türen, immer der Reihenfolge nach. Mein Traum war damals so ein Kalender mit Schokolade drin. Und als ich dann selber Kinder hatte, bekamen die natürlich zwei Kalender, einen mit Bildern und einen mit Schokolade. Und auch mir selbst habe ich die kindlichen Schokoladen-Adventskalender-Träume längst erfüllt. Was für einen Kalender brauchen wir? Welche Türen könnten sich uns öffnen? Am ersten Tag in Ruhe ein Adventslied hören, zur Not bei YouTube. Und an den folgenden Tagen ein schönes Gedicht suchen und lesen, auch das findet sich notfalls im Internet. Eine Tasse Tee kochen, hinsetzen, nichts tun, Tee trinken. Jemanden anrufen, von dem ich lange nichts gehört habe, im Gedränge eines Weihnachtsmarktes Zeit nehmen und etwas Schönes für mein Zimmer kaufen, das Gedicht noch einmal lesen und mit der Hand abschreiben. Ein kleines Geschenk für jemanden suchen, den ich mag, vielleicht sogar basteln. Jemanden, den ich mag, ein kleines Geschenk wichteln, ohne dass er weiß, von wem. Das Adventslied noch einmal hören und mitsingen, jemanden zu einer Tasse Kaffee einladen. Ein Adventskonzert besuchen, vielleicht auch allein. Eine Weihnachtskarte schreiben, einen Engel suchen. Vom gesparten Geld eine besonders teure Süßigkeit kaufen. Die Süßigkeit bis Weihnachten aufheben oder sofort aufessen. Einen anderen Menschen zum Lächeln bringen, mich von einem anderen Menschen zum Lächeln bringen lassen. Das Adventslied noch einmal hören und laut mitsingen. Einen Spaziergang machen, schauen, wer die lustigste Weihnachtsdeko am Haus hat. Jeden Sonntag eine Kerze mehr anzünden. Am 24. Dezember die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium laut lesen oder mir vorlesen lassen. Vielleicht sollte ich das auf kleine Zettel schreiben. Vielleicht könnte daraus mein Adventskalender werden. Thank you.